wie ist es mit der Wasserversorgung gewesen? Mit der Wasserversorgung habe ich mir im Vorhinein auch schon meine Gedanken gemacht. Ich wusste, dass es nicht überall Frischwasser geben wird. Aber ich muss sagen, die Leute, also haben wir auch sogar noch gesagt, man kann hier alles trinken, bis Pisa, das war so die Grenze. Dort hat es angefangen, dass eigentlich jedes Städtchen, jedes Dörfchen so eine Wasserversorgungsstelle hatte, mitten im Dorf oder in der Stadt. Und es konnte vorstellen, es hatte drei Trinkhähne und man konnte dort frisches, gefiltertes Wasser rauslassen.